Hallihallo, hier ist euer Lifehax und herzlich willkommen zum Runen-Axt-Guide und schauen wir uns die Geschichte mal an und folgende Szenario. Es gab ein paar Updates und Balance-Änderungen. Ich habe mich trotzdem für mein Bild entschieden, was auch hier als Hinweis im normalen Axt-Guide enthalten ist. Ist quasi noch eine Ergänzung dazu. Ich gehe rein, ich würde euch Rabenschnabel empfehlen, ist einfach wirklich eine gute Attacke, macht gut Schaden, ist ein guter, sage ich mal, eine Cleave-Schaden und macht auch allgemein gegen Helden gut Schaden. Hier nochmal der Zusatzeffekt hervorzuheben. Immer wenn ihr ein Ziel trefft, sinkt dessen Verteidigung. Das Ganze ist stapelbar und hält bis zu 5 Sekunden lang. Das ist eine coole Geschichte und das solltet ihr auf jeden Fall auch mit berücksichtigen. Dann kommen wir hier zur alten Hippe. Das sollte, wenn es geht, vermutlich einer eurer Engages sein, wenn es irgendwie möglich ist. Und weil der halt noch 7 Sekunden Cooldown hat, wenn er da mal verfehlt, nicht schlimm. Aber wenn das eure Öffnungsskill ist, habt ihr eigentlich schon halb gewonnen. Und könnt ihr die Combo, die ich dann gleich nochmal zeigen werde, auf jeden Fall gut runterfahren. Auch hier zurückdrängen würde ich euch unbedingt mitnehmen, mit auf den Weg geben, ist einfach wirklich entfernt, erstmal benommen, was man gar nicht so hoch einschätzen, gar nicht so niedrig einschätzen darf, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und der Feind wird niedergeschlagen. Und ja, wenn da zwei Feinde stehen oder drei Feinde, werden die auch niedergeschlagen. Das ist einigen gar nicht bewusst. Also das ist ein Stun, AOE Stun. Ne? Nur mal so als Hinweis. Dann natürlich hier das Ultimate, die harte Gerechtigkeit, die man ja unter anderem, ne, auch canceln kann und dann nach hinten rollt und dadurch den Rabenschnabel macht oder einfach auslaufen lässt, weil man eh Zeit hat, weil kein weiterer Feind da ist und dadurch den Damage mitnimmt. Muss man aber abwägen, wie gesagt. Das sind so die Fähigkeiten, auf denen dann quasi das folgende Bild, ne, Charakterbilden, alles aufbaut. Gehen wir mal rein. Ich habe mich hier natürlich für die Rüstung entschieden und zwar ganz aus dem folgenden Grund. Rüstung kann ich mir nicht über die Runen basteln. Rüstung ist einfach wirklich, wirklich stark. Und ja, man könnte wahrscheinlich auch die Axt ein bisschen auf Leben pushen oder auch allgemein auf Leben gehen. Dann ist aber die ganze Geschichte so, dann müsste ich einige meiner Runen auch darauf ausbauen, dass ich mich heilen kann. Dass ich quasi den Cooldown für meine Medaille mitnehme und solche Sachen, das will ich nicht. Und deswegen gehe ich hier auf Rüstung, weil das ist einfach gut, ist wichtig. Bin damit auch sehr, sehr erfolgreich gewesen und ja, so viel dazu. Gucken wir uns mal die Waffe an. Das ist hier meine bevorzugte Variante. Ich erhöhe den Rüstungsschnittschaden und gehe dann auf Zurückdrängen. Zurückdrängen ist wirklich viable, weil ihr dann wirklich anschließend sofort eure Combo oder Sachen weitermachen könnt. Ihr könnt übrigens dadurch auch nochmal einen weiteren Gedankengang Zurückdrängen als Escape benutzen. Also wenn ihr merkt, ihr habt keine Ausdauer mehr, hinter euch sind die Feinde, macht Zurückdrängen und macht den Step nach vorne. Es rettet Leben, oder beziehungsweise euer Leben. Hier habe ich noch den Schildschaden mitgenommen und ja, das ist so mein Bild. Ich zeige euch gleich aber noch eine andere Variante, die passt halt zu mir nicht, aber die ist trotzdem spielbar. Und gehen wir weiter. Gehen wir in den Helm, wie gesagt, hier Bandage, ne, schon öfters erwähnt, ist einfach viel zu gut, um es nicht zu benutzen. Achtung, das Skill ist manchmal verbuggt, aber ich vermute, der wird gefixt bald und ja. Dann erhöhe ich hier meinen Schnittschaden. Ob ihr Schnittschaden oder Rüstungsschnittschaden hier nehmt, müsst ihr gucken, wie eure Waffe für Stats hat. Und natürlich unten nochmal der Schnittschaden rein. Man kann natürlich hier auch wieder in noch eine andere Tankiness-Rune reingehen. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Und hier für den Territorialkrieg wieder der Hinweis. Nehmt diese Rune für den Territorialkrieg mit, für diese Bandage. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr einfach auch alles heilt, was da rumläuft. Egal ob Units, Verbündete, whatever. Ne? Und ja, das ist so, ne, mein Tipp an euch. Und weiter geht's hier zur Rüstung. Die Rüstung, die ist wirklich, also das ist wirklich eine gute, also so eine, diese Kombination, die kann man eigentlich auf vielen Sachen spielen, ist einfach stark. Ihr wollt einfach als Axt wenig Schaden kriegen, Verbindung mit euren Rüstungswerten natürlich hier auch noch höher zu bewerten. Und ihr wollt vor allen Dingen als Axt auch ein bisschen Schaden boosten. Und wenn ihr doch mal sterbt, lohnt sich das jetzt sogar für das Team, weil ihr dann zwei Effekte rausstreut. Ist übrigens auch eine gute TW-Geschichte. Hier könnt ihr wieder entscheiden, ob ihr Rüstung, Schnittschaden oder Schnittschaden nehmt. Macht das abhängig so ein bisschen
von eurer Waffenroll, ne? Also wenn ihr eure Waffe als Beispiel 300 mehr Rüstungsstichschaden gerollt hat, dann pusht halt natürlich nochmal den Schnittschaden nach oben und guckt einfach, wie die Verhältnisse sind. So, das wäre jetzt sozusagen mein Bild für die Axt. Ich baue jetzt hier aber nochmal was um und gehe auch darauf ein, warum ich es nicht genommen habe. Und zwar, man kann durchaus mit der legendären Rune spielen. Die ist nicht schlecht. Hier nicht falsch verstehen, die ist nicht schlecht. Ich komme damit bloß gar nicht zurecht. Also gehen wir mal zum Waffenmeister und ich sage bis gleich. So, herzlich willkommen beim Waffenmeister. Ich gucke jetzt hier nochmal bei dem Serotrik. Und wie gesagt, ich habe jetzt die legendäre Rune ausgerüstet. Das ist aber so ein Gradmesser, weil ihr habt plus 5 Sekunden. Das heißt, auch eure Angriffe, die müssen sitzen. So, jetzt habe ich schon mal den ersten gemisst. Jetzt ist er gestunt. Mache hier den Rabenschnabel. Jetzt versuche ich mein Ultimate zu buffern. In Kombination mit den 5 Sekunden, damit ich nicht gestunt werden kann. Ist aber schwierig, weil jetzt habe ich zum Beispiel keine Anzeige unten, um zu wissen. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wann ist meine Fähigkeit wieder ab. Wisst ihr, wie ich meine? Wäre jetzt hier unten irgendwie so eine Anzeige. Aha, mein nächster Auto-Attack löst quasi meinen Runeneffekt aus. Dann könnte ich mich irgendwie drauf einstellen. Aber so habe ich Angst, Auto-Attacks zu machen. Und ich zeige euch das gleich nochmal eine andere Variante, wo ich diese, ne, wo ich diese Rune ein bisschen vernachlässige. Aber das ist das Problem. Angenommen, ihr steht jetzt hier vor den Gegnern. Das ist, wie gesagt, mein persönliches Problem. Vor Gegnern. Hier laufen irgendwie Namkams rum. Ihr dürft jetzt kein Auto-Attack machen, weil sofort die Rune nämlich triggert. Und dann habt ihr 30 Sekunden lang wieder diesen Effekt nicht, der euch 4 Runen macht, kostet. Und ich hatte sich für mich persönlich im Siege einfach so angefühlt, als ob ich das nicht timen konnte. So. Natürlich in einem Deathmatch hier ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, weil da kann man sich drauf einstellen. Aber sobald ich einen Linksklick mache, ne, ich weiß es wie gesagt nicht, wann ist die Rune fertig? Und das sagt halt ein bisschen. Ich gehe jetzt ja nochmal ins Duell. Und zeige ich nochmal, wie man auch gegen den Typen kämpfen kann. Das war ein Tipp aus dem Chat. Und nur mal so. Also man sollte den hier so weich so ein bisschen bearbeiten. Ne, jetzt mache ich hier mein Ultimate. Jetzt kann man das Cancel nach hinten rollen. Dann macht man nämlich mehr Schaden an dem. Und jetzt geht man wieder rauf. Theoretisch könnte ich wieder hinterrollen. Und ja, und das ist so die Sachen. Und in der Zeit, wenn jetzt noch Verbündete dann da sind, wäre er natürlich tot. Ist natürlich ganz, ganz klar. Also, ne, das Ultimate kann man canceln, die Animation bleibt bestehen. Das wollte ich euch damit auf den Weg geben. Und ob ihr mit dieser legendären Rune kommt, weil ihr euch quasi wirklich darauf fokussiert, alle 30 Sekunden bewusst den Auto-Attack zu machen, das entscheidet ihr. Ich habe mich dagegen entschieden und damit verabschiede ich mich. Euer Lifehacks, macht's gut. Yo.